Das Nifty Live Opening von SecureX. Hey, willkommen bei der Krypto-Eule. Viele haben gefragt, hör mal, jetzt hast du hier so ein cooles Hardware-Wallet, sogar das erste NFT-Hardware-Wallet der Welt. Kannst du das mal live für uns öffnen, beziehungsweise öffnen, damit wir uns das anschauen können? Was ist da alles drin und wie sieht das aus? Gleichzeitig natürlich dann noch ein weiteres Video, wie ich das Ganze einstelle. Ein Link zu diesem Gerät, falls jemand daran Interesse hat, findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir schauen vorher uns mal ein, zwei Sachen an. Und zwar hat dieses Nifty, wie es hier heißt, dieser Nifty, diese erste Hardware-Wallet für NFTs weltweit, hat einen Produkt-Award gewonnen in diesem Jahr 2022. Und neben dem Nifty hat es auch den Design Award, hat es hier gewonnen, ihre Karte zum Absichern. Schauen wir uns das Ganze an. Und zwar, das ist der Nifty, wie sehen wir hier, European Product Design Award hat es gewonnen. Und da kann man wirklich sehr stolz drauf sein. Das Ganze sieht auch sehr cool aus. Wie gesagt, wir packen das gleich mal aus, dann sehen wir uns das mal genau an. Was hat man für einen Vorteil, wenn man das Ganze nutzt, können wir uns hier anschauen. Und zwar, wir sehen hier ganz klar, dass es ein Vorteil ist, seine NFTs auf einer Hardware-Wallet zu lagern. Natürlich kann man das auf einem Ledger machen, aber seien wir ganz ehrlich, hier kriegt man das Ganze auch noch angezeigt. Wie cool ist das denn? Das heißt, ich kann im Hintergrund in der Zukunft meine NFTs, so wie es hier aussieht, kann ich sie komplett anzeigen lassen. So, schaut euch das an. Das sind die Collections, die man dann auswählen kann. Also wir sehen hier, sehr cool. Und das ist doch eine tolle Sache, wie ich finde, oder? Und dann hat man natürlich auch noch dieses zweite hier, und zwar die Seed Phrase. Da habe ich ja immer gesagt, so etwas kann ich jedem nur empfehlen. Seien wir ganz ehrlich, einfach so eine Metallplatte, etwas draufstanzen. Und auch da wurde ein Produkt Design Award verdient. Seien wir ganz ehrlich, warum braucht man sowas? Schaut es euch an, das kann passieren, wenn ein Brand losgeht. Egal wo in eurer Wohnung, einfach nur im Schreibtisch. Hier kippt, meistens hat man das ja am PC in der Nähe. Hier kippt irgendwas um, es geht irgendwas in die Luft, eine Steckdose und so weiter. Und schon habt ihr in diesem Fall hier eure Bitcoins verloren. Weil ihr müsst natürlich immer dran denken, eure Seed, also euer Private-Schlüssel, ist das Wichtigste, was ihr habt. Und da hat SecureX auch noch diese Lösung, und zwar ihre Metallplatte. Und da sehen wir auch ganz klar, hey, Wasser, Feuer, nichts kann das Ganze anhaben. So sieht das Ganze aus. Können wir uns auch kurz anschauen. Das sehen wir dann hier. So das Ganze funktioniert das Ganze. Man muss das Ganze, man kann das zuklappen, man kann das aufschrauben. Und wenn man das aufgeschraubt hat, dann kann man hier diese Buchstaben hineinfüllen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, sind dann Buchstaben dabei. Und dann kann man seine Wörter hineinschieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Und auf der anderen Seite natürlich auch nochmal 12. Also bis zu 24. Wenn man sagt, nee, das ist mir zu aufwendig. Ja, sehen wir hier die Wörter, die man hier einträgt in dem Fall. Mit sogar einem Leerzeichen, ja. Oder wenn man das einem zu aufwendig ist, dann gibt es noch diese Karte, wo man dann 24 Wörter eintragen kann mit einem Gravurgerät oder einem Stanzset. Einfach einstanzen oder gravieren. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und ihr seht hier ganz klar feuerfest. Deswegen sagen wir auch immer wieder, wir können so etwas persönlich nur empfehlen. Und ganz ehrlich, wir nutzen sowas natürlich auch. Ihr seht, nichts passiert. Und das wurde wirklich getestet, da passiert gar nichts. Das ist schönes Edelmetall. Klar, seien wir ehrlich, das kostet ein paar Euro. Aber ich glaube, seine Kryptowährungen, sein Geld, sein Investment sicher zu haben, ich glaube, das kann einem auch schon mal etwas wert sein, oder? Ja, und jetzt wollen wir den Nifty auspacken, die erste Hardware-Wallet weltweit. Dazu werde ich das Ganze von einer Draufsicht machen mit meinem Handy. Von oben einmal aufnehmen, was ich hier so jetzt mache. Und dazu schalten wir kurz um und dann geht das Ganze los. Jetzt sehen wir, dass das Video läuft und wir sehen hier, was ich mache. Und ja, so geht's los. Und zwar, das war das Päckchen, was bei mir angekommen ist. Da war einmal der Nifty drin, ja, also das erste Hardware-Wallet der Welt. Und dann sehen wir hier noch ein paar coole Anleitungen. Aber hier natürlich so eine Werbung zu dem Ganzen. Und wir sehen hier, so sicher wie ein Tresor, das ist nämlich ihre Hardware-Wallet, wie eine Karte gestaltet. Und da steht man auch, welche Chains sie supporten. Mittlerweile sind auch noch ein paar mehr dazugekommen. Ich finde erstmal, das lässt sich gut anfassen. Es ist eine super Sache. Man sieht hier auch ihre verschiedenen Produkte, die wir hier sehen. Also so sicher wie ein Tresor. Auch noch sehr schön designt, muss man sagen. Mit Touchpad. Sehr coole Sache. Das ist einmal die SecureX
V20, W20 und W10. Und dann sehen wir hier, das Hardware Wallet, das unterstützt einige Kryptowährungen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, CQX ist da mittlerweile auch so weit, dass man sagt, sie sind wirklich im Vergleich zu Ledger, Trezor und anderen wirklich so weit, dass man sagt, sie können da definitiv mithalten. Und das ist doch sehr gut zu wissen. Die anderen Hardware Wallets, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Genau, so sieht das Ganze aus. Und jetzt würde ich sagen, öffnen wir mal diesen Nifty. Ich habe, wie gesagt, das Ganze noch nicht ausgepackt und kann auch dazu noch nicht viel sagen, was da jetzt drin ist, wie das Ganze funktioniert. Das schauen wir uns alles komplett zusammen an in den nächsten Videos. Heute packen wir das erstmal aus und schauen mal, was hier drauf ist. Viele haben mir gesagt, du hast das schon ausgepackt, du kennst das schon. Nein, das packe ich jetzt hier in diesem Video live aus, weil viele wollten genau das sehen. Dann haben wir noch einen Sicherheitsaufkleber, sehr gut. Entweder machen wir ihn auf oder reißen ihn ab. Wir kleben ihn ab und dann sehen wir schon, da ist sogar ein Sicherheitsmerkmal drauf, habt ihr gesehen. Und dann packen wir dieses Nifty mal aus zum Rausschieben. Guck mal, so schön sieht der Nifty aus. Ganz kleines Gerät, hat man eigentlich gedacht, so vom Bild und von der Verpackung größer, aber coole Sache. So sieht das Ganze aus. Okay, auch noch abgeklebt. Na? Legen wir mal beiseite und schauen wir mal, was haben wir denn noch in dieser Verpackung drin. Und dann sehen wir natürlich noch ein Kabel. Und hier natürlich die Anleitung zu dem Ganzen, keine Frage. Brauchen wir ja, weil, wie gesagt, wir kennen das Ganze ja noch gar nicht. Und dann öffnen wir das und dann schauen wir noch, was uns hier in der Anleitung erwartet. Boah, sogar noch eine Seed Wallet, ein Seed Phrase, wo man aufschreiben kann. Sehr cool. Schauen wir mal, ist es Metall oder ist es nur Pappe? Ja, es ist, oh, es ist auf jeden Fall, ja, Metall ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall was Stabileres, auf jeden Fall. Das muss man hier in diesem Fall sagen. Dann kann man natürlich, oh, hört sich doch nach Blech an, in diesem Fall. Ich kann nur sagen, die normalen Seed Phrase, ich zeige euch mal hier einen anderen, die sind dann Metall. Hier, da biegt sich gar nichts. Und hört man auch, die glitzern noch schön. Wenn man die normal kauft, sind die auch, aber immerhin schon mal Blech. Das ist schon mal um einiges besser, wie einfach nur das Papier. Wir sehen auch, das ist immer ganz wichtig bei so Hardware-Wallets, egal ob eine NFT-Hardware-Wallet oder eine normale, das darf nichts eingetragen sein. Also wenn ihr eine Hardware-Wallet euch zulegt und hier sind schon Wörter eingetragen, dann könnt ihr euch sicher sein, dauert es meist nicht lange, bis eure Hardware-Wallet leergeräumt wird. Ja, dann haben wir hier noch unser Kabel und noch hier eine kurze Anleitung. Genau. Und dann sehen wir auch schon, dass das Ganze eigentlich einstecken und loslegen. Und dann können wir das verbinden mit unseren mit unserer Wallet, mit unseren NFT-Marktplätzen. Da sind OpenSea, Rarible und Lux Rare genannt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal in einer der nächsten Videos und dann darf man sehr gespannt sein. Erstmal, ich finde, das Ganze verdient auf jeden Fall einen Design Award, keine Frage. Sieht gut aus, dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann mit wirklichen NFTs aussieht. Also ich bin schon mal sehr begeistert vom Design, von der Optik. Schön griffig, also muss man auch sagen, nicht einfach nur billiges Plastik ist schon. Schön griffig, also es liegt gut in der Hand und das, ja, muss ich sagen, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und schon sehen wir das Gerät auch. Hier, da ist der Nifty und davor liegt die CQX-Karte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ja, man hat mal was geöffnet. Viele haben gefragt, kannst du ein Live-Opening machen? Muss ich auch direkt sagen, ich finde es schon mal sehr gut. Also auch noch ein positiver Aspekt, der mir direkt auffällt. Ich habe ja falls ihr euch erinnert, ein Ledger eingerichtet. Das ist noch nicht so lange her. Und bei Ledger hat man dann gespart. Früher hatte man auch so ein langes Kabel. Das ist das jetzt vom Nifty. Und auf einmal hat man nur noch so ein langes Kabel. Man hat da wirklich die Hälfte eingespart, wo man dann sagt, ja, warum? Ich verstehe es nicht, weil in dem Moment muss ich ja mit dem Ledger, normal kann ich dir mit dem alten Kabel, nur mal so im Vergleich, das ist hier, ne? Das ist im PC eingesteckt unten und das neue, das geht noch nicht mal, ich kann es noch nicht mal in die Kamera halten. Ne? Wenn ich habe das gerade in der Hand, ich kann es noch nicht mal in die Kamera halten. Ja, und da muss man wirklich sagen, langes Kabel ist schon mal ein großer Vorteil. Aber dazu müssen wir noch sagen, das Ganze ist ja auch noch Bluetooth-fähig. Hier steht Bluetooth. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man sagt, klar, man hat zwar ein schönes Kabel, deswegen sage ich ja, wenn man eher auf Kabel steht, wenn man sagt, ja, man möchte diese ganze Verbindung nicht haben, kann ich auch alles nachvollziehen, ehrlich gesagt, dass man dann sagt, lieber ein Kabel, dann muss aber auch ein langes sein, sehen wir, ist ein Vorteil. Dann nochmal hier kurz zur Erklärung, sehen wir hier sieht man den Nifty, das Aluminiumschild, jetzt wissen wir auch, was es ist, das ist ein Aluminiumschild, dann den Secure Phrase, also den Secret Phrase, den man hier einträgt, den privaten Schlüssel.
und natürlich das Kabel. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wenn wir das Ganze einrichten. Das machen wir in einem der nächsten Videos. Freue ich mich schon sehr drauf. In diesem Sinne, ich hoffe, euch gefällt das. So eine Opening-Videos sind ja in anderen Bereichen immer sehr beliebt. Vielleicht auch hier in diesem Fall. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.